Der Striezelmarkt in der Dresdner Altstadt, einer von Deutschlands ältesten Weihnachtsmärkten. Historiker haben seine Spuren bis 1434 zurückverfolgt. Damals herrschte hier noch Friedrich der Sanftmütige. Am Mittag zeigt das Thermometer minus 8 Grad. Gegen die eisige Kälte wappnen sich die Gäste mit deftigem Essen. Kraut, Weißkraut mit Hackbällchen. Fast jeder zweite Stand bietet Essen und Trinken an. Das macht mehr als 100 Buden. Dabei kamen diese jungen Touristen eigentlich zum Weihnachtseinkauf aus dem nahen Tschechien nach Dresden. Ich habe sehr guten Glühwein entdeckt. Schokolade und Süßes und viele Sorten Fleisch und Wurst. Lot of types of meat and sausage. Würste. Das heißt nicht zuletzt Currywurst, seit Jahrzehnten eine deutsche Multikulti-Spezialität. Eine Currywurst wird von einer Thüringer Bratwurst gemacht, die wird klein geschnitten und bei uns mit Ketchup und Currypulver serviert. Aber auch Vegetarier und Süßmäuler kommen nicht zu kurz. Neben Marzipan und Dresdner Christstollen gibt es die unvermeidlichen Lebkuchenherzen. Ein herziger Gruß an die Liebsten. 3 Uhr nachmittags, die Sonne beginnt zu sinken, das Thermometer auch. Eine Kältewelle hat Europa erfasst, doch dagegen gibt sie ein probates Mittel. Rotwein mit Zimt und anderen Gewürzen, schön heiß als Glühwein. Ja, das wärmt, bei der Kälte wärmt auf und erinnert an Weihnachten. Ja. 4 Uhr nachmittags, es sind schon minus 12 Grad, da bleibt vielen nur noch eines. Rundkamera, Rost!